Unwirksame Befristung eines Arbeitsverhältnisses aufgrund elektronischer Signatur. So hat das Arbeitsgericht Berlin entschieden und darum geht es in dieser Folge meines Podcasts. Dazu herzlich willkommen. Mein Name ist Sandro Wulff, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. In dieser Folge habe ich mich entschieden, mal wieder ein schönes, einfaches, arbeitsrechtliches Thema zu nehmen. Alles ist so überlastet von Corona-Regelungen. Kommt das Homeoffice wieder? Was passiert mit den gesetzlichen Änderungen, Wegfall der pandemischen Lage und so weiter und so fort? Und ich habe mich entschieden, das wird heute nicht unser Thema sein. Wir machen heute mal einfach schön einen arbeitsrechtlichen Fall, weg von Pandemie-Geschichten und weniger spannend, sondern ganz relevant, nämlich für alle Arbeitgeber, die mit befristeten Arbeitsverträgen arbeiten und modern und digital aufgestellt sind und deswegen auch mit Signaturen, mit elektronischen Signaturen, mit einfachen oder qualifizierten elektronischen Signaturen arbeiten. Der heutige Fall hat sich in Berlin abgespielt und nach der Entscheidung des Arbeitsgerichts Berlin genügt ein von beiden Seiten nur in elektronischer Form unterzeichneter befristeter Arbeitsvertrag den Formvorschriften für eine wirksame Vereinbarung einer Befristung nicht. Der Arbeitsvertrag gilt somit auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Ja, Paragraph 14 Absatz 4 Teilzeitbeschäftigungs- und Befristungsgesetz, da ist es so, dass ein Arbeitsvertrag, der befristet abgeschlossen wird, zu seiner Wirksamkeit der Schriftform bedarf. In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall haben der Arbeitnehmer und die Arbeitgeberin einen befristeten Arbeitsvertrag, in dem Fall eines Mechatronikers, nicht durch eigenhändige Namensunterschrift auf dem Vertrag abgeschlossen, sondern unter Verwendung einer elektronischen Signatur. Und das Arbeitsgericht Berlin hat entschieden, dass die hier verwendete Form der Signatur dem Schriftformerfordernis nicht genügt. Ja, jetzt könnte man ja annehmen, dass gemäß § 126a BGB grundsätzlich eine qualifizierte elektronische Signatur der Schriftform entspricht. Und das ist so auch richtig, das ist dann eine wirksame Vereinbarung und reicht auch für die Befristung aus. Nur in diesem Fall war diese Signatur, die vorlag, nicht ausreichend. Denn für eine qualifizierte elektronische Signatur ist eine Zertifizierung des genutzten Systems gemäß Artikel 30 der Verordnung der EU vom 23.07.2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt erforderlich. Ja, wieder so ein Monster. Keiner kann was damit anfangen. Da müsste man konkret reingehen. Wie sieht eine solche Zertifizierung aus? Das ist aber so im Einzelnen anzugucken, da berate ich im Einzelfall, das würde ich in diesem Podcast mal nicht auseinandernehmen. Aber was ganz wichtig ist, und das hat das Arbeitsgericht an der Stelle festgestellt, dass diese Vereinbarung der Befristung mangels Einhaltung der Schriftform unwirksam ist, wenn eben der Arbeitsvertrag nicht diesen Ansprüchen genügt, denn dann ist gemäß § 16 Teilzeitbeschäftigungs- und Befristungsgesetz der Arbeitsvertrag auf eine unbestimmte Zeit geschlossen. Der heutige Fall zeigt uns, dass auch bei der Digitalisierung und bei der sonst doch so einfachen Frage der Signatur, die der Unterschied im Detail liegt, und das ist hier ganz wichtig, ist hinzugucken, ob eben diese qualifizierte elektronische Signatur auch den Ansprüchen genügt oder ob ich nur eine einfache elektronische Signatur habe und dass hier auch gerade unter Maßgabe der EU-Verordnung man sich die Sachen genau angucken muss, solange wie das nicht klar ist, meine Empfehlung, Praxistipp, am besten ausdrucken, nach wie vor im Original von den Parteien unterschreiben lassen und auch die sonstigen Dinge bei der Befristung beachten, bedeutet die Befristung auch zu vereinbaren, zu unterzeichnen, bevor das Arbeitsverhältnis angetreten wird, denn ansonsten wird es danach gemacht, dann ist die Befristungsabrede genauso unwirksam. Und so gibt es viele andere Dinge, die zur Befristung ganz, ganz wichtig sind. Wenn da Fragen sind, dann gerne direkt an mich. Und wir können im Einzelfall schauen, wie das Ganze bei dir, bei euch aufgesetzt wird. Abwarten ist keine Lösung, gestalten ist besser als streiten. Dabei unterstützen wir dich gern. Schreibe mir unter sandro.wulff@kanzlei-wulff.de
oder schau auf unsere Homepage unter www.kanzlei-wulff.de. Du erreichst mich und mein Team dort unter den in den Shownotes dort niedergeschriebenen Links, aber auch eben auch unter den vorgenannten Adressen. Du kannst mir und anderen Menschen helfen, wenn du diesen Podcast teilst, wenn du ihn bewertest. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Und ansonsten abonniere den Podcast und wir hören uns nächste Woche, wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen zu meinem Podcast Einfach Recht. Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Bis dahin, dein Sandro Wulff, Fachanwalt und Experte in den Fragen rund ums Arbeitsrecht.